Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Waldo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Wir sind mit unserer guten, wunderschönen Alex und natürlich Hotdog Man hier in der Black Lantern gelandet. Wir sind einmal über das komplette Frühlingsfest gerannt, über die gesamte Hauptstraße und haben am Ende der Straße an der Hauptstelle die gute Riley gefunden, die natürlich in Gedanken versunken ist. Ich hoffe, dass alles ein gutes Ende nehmen wird. Ich kann es noch nicht sagen. Ich hoffe sehr, aber wenn wir die Möglichkeit haben, alles zum Guten zu wenden, werden wir das natürlich tun. Ich hoffe sehr. So, wir gucken uns erstmal hier in der Black Lantern um, denn hier kann man reingehen, oder besser gesagt, wir sind schon drin. Warum das möglich ist, werden wir herausfinden. Ich sehe von hier schon Jets Krone aus dem wundervollen, wunderbaren LARP-Spiel. Hinweis. Gucken wir uns erstmal den Hinweis hier an der Tür. Obligatorischer freier Abend? Nehme ich. Ich auch. Warum nicht? Achtung! Die Black Lantern wird am Samstag, den 25. Mai, ab 15 Uhr für das jährliche Frühlingsfest geschlossen sein. Wir öffnen wieder am Montag, den 27. Mai. Danke für Ihr Verständnis. Denn den 26. werden wir zum Ausnüchtern benötigen. Mit Sicherheit. So, die Jukebox können wir benutzen. Ich liebe diesen übergroßen iPod. Wir können wieder irgendein Lied reinhauen, aber copyright-technisch ist das, glaube ich, not so gut. Deswegen lasse ich das mal. Und wir laufen hier musiklos durch. In dem ganzen Spiel gibt es so viel Musik, die ich nicht abstellen kann, aber hier lassen wir es mal ausnahmsweise aus. Pine Light. Ich mag mein Bier herb. Ich mag gar kein Bier, ehrlich gesagt. Und wenn Bier, dann nur mit Cola gemischt. Ja, ich weiß, das ist, wir nennen das hier teilweise, also es ist nicht nur Kölsch-Cola, es wird auch Drecksack genannt. So heißt das in manchen Teilen dieses Landes. Jets Krone. Es hat Spaß gemacht, Jet als Bösewicht zu sehen. Ein guter Verlierer. Mega. Richtig, richtig cool. Also das, der Bossfight am Ende, hammergeil. Ansehen. Ausgefallener neuer Bourbon. Ist das etwa dieses Bourbon-Vanille, was ich immer lese? Jet hat ihn für seine Stammgäste gekauft. Und sich selbst, denke ich mal. Ich dachte wirklich eine Zeit lang, diese Bourbon-Vanille heißt Bourbon-Vanille. Ich dachte, warum tun die Alkohol in die Vanille? Ja, ich wurde eines Besseren belehrt irgendwann. Cooper M. McConaughey. Reserve Kentucky Straight Bourbon Whisky. Der gute alte Whisky. Ich bin kein Whisky-Trinker, ehrlich gesagt. Wodka. Wodka is my passion. My passione is la Wodka. Kaffeemaschine. Die Chancen stehen gut, dass ich mir später eine Tasse gönne. Warum auch nicht? Das können wir gerne tun. Ich allerdings nicht. Ich bin nicht so wirklich der Kaffeetrinker. Und wenn, dann immer Latte Macchiato. Immer. Alte Anzeige. Wie steht es mit akuter emotionaler Kleptomanie? Dr. Lathrops Tonicum. Exzellente Behandlung. Von Schlangenbissen, Zecken und Flöhen, Wunden, Gemütskrankheiten, Bläschen, Senilität und Ablutophobie. Ablutophobie. Keine Ahnung, was das heißt. Das sagt mir tatsächlich gar nichts, das letzte Wort, aber hey, vielleicht dem einen oder anderen bei euch da draußen schon. Dann würde ich mir sehr wünschen, dass ihr mir das gerne in die Kommentare schreibt und mich eines Besseren belehrt. Wieder einmal. Dreckiges Geschirr. Wie sieht's denn hier aus, Jet? Nicht heute Abend. Ach ja, wir arbeiten ja auch hier. Ja. Nee, heute nicht. Warum sind wir hier drin? Was können wir hier tun? Ist hier irgendjemand noch? Ich guck mal gerade hier um die Ecke. Aber ich glaube nicht, dass hier... Ducky ist hier. Wir haben ja was über Ducky herausgefunden. Hat er nicht seine Frau verloren? War das nicht so? Blumenarrangement. Wir gehen gleich zu Ducky. Eleanor ist wie ein Mafia-Boss. Aber statt krumme Dinger zu drehen, verbreitet sie Blumen. Machen das Mafia-Bosse nicht auch so? Die verschicken Blumen? Also giftige Blumen? So. Ach ja, Gabe. Mein guter, guter Bruder Gabe. Es ist einfach... Es ist eine Tragödie. Eine Tragödie. Polaroid.
Wird eine lustige Nacht. Das glaube ich aber auch. Wir können uns dieses Pullover, glaube ich, etwas genauer ansehen, wenn ich es genau gesehen habe. Na bitte. So wirklich fröhlich scheint aber dieses Polaroid nicht zu sein. Komm schon, Junge, bring's hinter dich. Wir müssen nicht kotzen. Du wirst dich danach viel besser fühlen. Was? Ist ja ekelhaft. Ich sterbe, Dad. Nicht heute Nacht, Geburtstagskind. Obwohl du es dir morgen früh bestimmt wünschen wirst. Guter Junge. Boah, das Geräusch am Ende. Das Geräusch am Ende, das war einfach, ich glaube, da kam ein Stückchen mit raus. Ekelhaft. So, haben wir denn eine Erinnerung bekommen? Es ist entweder Ryan oder Jet. Wo ist denn Ryan? Ryan, Polaroid, da ist es doch. Oh, Ryan, das Gefühl kenne ich. Ich auch übrigens. Jet war das Einzige, was er in dem Nebel ausmachen konnte. Das einzige erkennbare Wahrzeichen in einer stürmischen See aus Jägermeister, Kurzen mit Wackelpudding und lächerlich alkoholhaltigen Colorado-Bieren. Also hielt er sich an Papa fest und vertraute ihm, dass er ihn durch das Schlimmste leiten würde. Und das tat Jet. Da ist immer gut, wenn man jemanden hat, einen Freund, einen Bekannten, der dann wirklich auf einen aufpasst. Also es ist Gold wert, wenn man alleine ist in dieser Situation. Schwierig. Ganz schwierig, ja. Jedes Mal, wenn Ryan das Gefühl hatte, dass die Welt ihn verschlucken würde, brachte Jets Stimme ihn zurück und war sein Anker. Das möchte ich für jemand anderen sein. Eine Erinnerung, dass ihre Füße noch auf festem Boden stehen, auch wenn ihr Gehirn schreit, dass das Gegenteil wahr ist. Ich habe das Gefühl, ich könnte das sein. Es sorgt auch dafür, dass ich nie wieder etwas trinken will. Aber hauptsächlich die erste Sache. Ja, also nach solchen Nächten, nach solchen versoffenen Nächten, denkt man sich immer, bah, ich trinke nie wieder Alkohol. Nie wieder. Ihr wisst alle, wie es endet. Am nächsten Wochenende geht's weiter. Trinkt Flints Bier. Hey, du hast mir nicht zu sagen, was ich tun soll. Der Spruch. Wie heißt das nochmal? Hat das nicht Chloe gesagt? Don't tell me what you... Na, irgendwie sowas. Das ist aber der Spruch aus anderen Life is Strange Teilen. Irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Es war auch auf Englisch, aber das war die genaue Übersetzung davon. Ihr wisst, was ich meine. Murmeltierschild. Go, Marmots. Yes. Murmeltiere, oder? Ja, richtig. Glaube ich. Die Übersetzung sagt das auf jeden Fall. Ducky. Okay, er ist nicht gut drauf. Wir schauen uns erstmal hier um. Ich gucke mal, ob mein Highscore noch besteht. Natürlich, ich meine, wer soll diesen absolut kranken Highscore jemals schlagen? Niemand. Nobody, außer wir selber vielleicht. Ryan ist jetzt bereit für mich. Ja, Ryan ist jetzt bereit für dich. Das ist ja schön für Ryan, aber wir wollen uns hier erstmal umsehen. Hier gibt es aber nichts, oder? Hier gibt es nichts außer, ach, Kanuit? Und Ducky. Hey, Ducky. Ich glaube, Ducky hat es nicht so mit Feiern. Mm-mm. Nicht wirklich, oder? Es ist nicht dasselbe ohne dich, Tabitha. War es nie. Wird es nie sein. Tabitha. Klingt, als hätte Ducky wohl eine Geschichte auf Lager. Die hat er immer, aber dieses Mal wird es wahrscheinlich eine traurige sein. Hey, Ducky. Wer ist Tabitha? Willst du mir von ihr erzählen? Weißt du, Alex, über dieses spezielle Thema möchte ich wirklich nicht reden. Okay. Es muss noch etwas geben, das ich für Ducky tun kann. Ja, kann ich das? Oh, anscheinend kann ich das, okay. Oh mein Gott. Mal sehen, wie er sich fühlt. Es ist wahrscheinlich so traurig. Es ist so traurig.
Was hat der Bär damit zu tun? Okay. Sag mir, was ich wissen muss, um ihm zu helfen. Wir reden jetzt mit dem Bär gleich. Wir gucken uns mal Ducky an. Duckys Traurigkeit sitzt wirklich tief. Absolut. Merkt man direkt. Das geht schon auf mich über, diese Traurigkeit. Ducky ist so ein guter Typ, so ein mega lustiger Kerl, aber wenn es um seine verstorbene Frau geht, verständlicherweise, ist er tief, tief traurig. Mr. Bear. Weißt du, den habe ich selbst geschnitzt. Ich bin Reginald McAllister III. Meine Freunde nennen mich Ducky. Tabitha Baker, nenn mich Tabs. Oh. Hat er selber geschnitzt? Alter, du bist ja richtig talentiert, Ducky. Was ist denn hier los? Okay, das war der Bär. War's das? Was kann ich mir denn noch ansehen hier? Oh, da hinten ist noch was. Bevor wir da hingehen, ich guck mal hier gerade, kann man hier noch irgendwas sich ansehen? Sieht nicht danach aus. Darkest Night. Stand das vorhin auch da? Darkest Night? Das hört sich so traurig an. Vielleicht hat sich die Umgebung jetzt tatsächlich so geändert, wie er sich innen fühlt. Wir gehen mal zu diesem Tisch hier. Da haben sie wahrscheinlich mal gesessen, oder? Warte. Noch nicht trinken. Schau erst ins Glas. Was? Wieso denn? Oh, Ducky, der ist wunderschön. Der alte Charmeur. Tabitha Baker, willst du mich heiraten? Das war der Antrag an diesem Tisch. Krass, okay. Schön. Also alles richtig gemacht, mein Guter. Mein guter Ducky. Okay, da hinten ist noch die Jukebox. Alles Gute zum Jahrestag. Auf die nächsten 30 Jahre. Und weitere 30 Feste. Falls wir es schaffen. Ducky, du wirst die ganze verdammte Stadt überleben. Oh, sie aber nicht, leider. Ich kenne dieses Lied. Armer Ducky. Vielleicht gibt es was, das ich tun kann. Das Lied? Können wir was in die Jukebox reinhauen, dass er das hört? Wobei, ich guck mal erstmal bei Ducky. Helfen. Wir helfen ihm. Es ist eine schwierige Nacht für dich, nicht wahr? Das Frühlingsfest. Das stimmt. Tanzen, Frühlingsfest, Holzbär. Wir fangen mal mit dem Holzbär an. Hast du den Holzbären wirklich selbst geschnitzt? Renner? Das habe ich. Das war vor langer Zeit. Nicht schlecht, Ducky, nicht schlecht. Tanzen. Gib mir einen Moment. Was? War das jetzt die richtige? Mist, ich wollte die anderen Sachen auch machen. Ich glaube, das geht nicht mehr, oder? Egal, Hauptsache, er ist glücklicher, als er es jetzt ist. Woher wusstest du? Das ist euer Lied. Tanzen wir. Oh. Das ist süß. Das ist wirklich süß. Ich stehe auf die Musik. Ich stehe auf diese Musik. 40er, 50er Jahre. I love it. Since I found you, there's no doubt left in my heart. I've cleared all
Wir hören uns das mal an. Ach, wir können auch gehen. Ach so. Na komm. Weißt du, was mich gerade am meisten an sie erinnert? Was denn? Es ist weder der Song, noch das Frühlingsfest. Sondern, dass du dir die Zeit nimmst, dich um einen traurigen alten Mann zu kümmern. Und das nur, um die Welt ein wenig erträglicher zu machen. So wie Tabs. Ach Mann, Ducky. Danke, Alex. Ich denke, ich bin jetzt eher dazu geneigt, mit den anderen zu feiern. Das ist schön. Gern geschehen. Genieß das Frühlingsfest. Und wieder eine Seele glücklich gemacht. Och, wir sind einfach ein Engel. Ein Engel auf Erden, Freunde. Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ich geh mal lieber raus. Ja, ich glaube, wir haben alles getan. Kann man da noch irgendwas sehen, wo er saß? Wahrscheinlich nicht, oder? Seinen Hut hat er mitgenommen. Ja, wir haben alles. Das war ein schöner Moment, muss ich sagen. Wirklich ein sehr schöner Moment. Wir haben dem guten Ducky den Abend ein wenig versüßt. Und auch das Frühlingsfest natürlich. So, wir haben jetzt, glaube ich, alles gemacht, was man machen konnte, außerhalb der Hauptstory. Ich will jetzt natürlich nichts versprechen, ich weiß es nicht, aber wir haben uns gründlichst umgesehen. Wenn wir irgendwas verpasst haben, dann tut es mir leid, aber so ist das Leben. Klingt, als würde Ryan auf mich warten. Ja. Ich gehe lieber zurück. Ich weiß, lieber Alex, wir rennen ja schon. Also, mit denen haben wir auch schon gelabert. Was haben wir hier? Happy Spring Festival, alles klar. Wir sind richtig. Frisches Graffiti hatten wir auch schon. Oh, Moment, Ducky ist da. Das ist neu. Das ist neu, oder? Ich bin froh, dass Ducky mitfeiert. Absolut. Wir reden nochmal mit ihm. Hey, Ducky. Wie fühlst du dich? Ja, wundervoll. Dank dir. Geh, amüsier dich. Hast es verdient. Genau das haben wir auch vor. Aber wer bist du? Neuer Bergarbeiter? Ja. Typhon ist nicht normal. Es war ein Fehler, herzuziehen. Alter, hau ab, solange du noch kannst. Ja, echt, ey. Warum können wir mir nicht den Tipp geben? Gib ihm den Tipp. Haben wir mit Jet eigentlich schon... Ah, mit ihm konnte man gar nicht reden, das war's. Aber wir haben seine Gedanken gelesen. Ja, alles klar. So, wir gehen zurück zu Ryan. Und da bin ich gespannt, was passiert. Hi. Hey. Hey. Gerade rechtzeitig. Was haben wir denn da bekommen? Also, wer spielt? Sie steht vor dir. Haha, ich wusste In es. Ernst? Ich wusste das es. Das ist ja mega. Krass. Und wer noch? Wer denn? Steph? Oh, wir! Alex spielt mit? Ach ich was. Ich hasse euch beide. Wir wollten nicht, dass du kneifst. Geil. Das hat mich gerade sehr, sehr, sehr an Before the Storm erinnert, als Chloe bei diesem Stück mitmachen musste, bei diesem... Ah, wie hieß das nochmal? Das war dieses Theaterstück. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es hieß. Ist schon ein paar Tage her, aber genau daran hat mich das erinnert. Ich hätte nicht gekniffen, wenn ihr mich gefragt hättet.
Wer hat denn hier was von Kneifen gesagt? Niemand. Aber nur weil du nicht die Chance dazu hattest. Das wird so krass. Glaub mir. Oh, da bin ich mal gespannt. Wir haben noch nie zusammen gespielt und... Let's go. Jedenfalls... Sorry, wenn's kacke ist. Das glaube ich nicht. Das wird episch. Hoffe ich. Fuck it. Also ich muss schon sagen, die harmonieren sehr gut miteinander. Dafür, dass sie nie geprobt haben. Ich glaube, wir haben die richtige Wahl getroffen mit der Rose. Hoffe ich. Was hast du jetzt schon wieder gesehen? Oh. Charlotte? Was macht die? Oh. Hey, Charlotte. Wie tief er wohl ist. Den See, meine ich. Das willst du nicht rausfinden. Weiß nicht. Ich fühlte mich furchtbar heute Nachmittag. Ich wusste nicht, ob ich dieses Gefühl überlebe. Aber jetzt... Es ist wie wenn dein Bein einschläft. Obwohl es noch an dir dran ist, fühlt es sich so fremd an. Das kennen wir alle, das Gefühl. Mein Leben lang hatte ich intensive Gefühle. Aber vielleicht ist es besser so. Macht das einen großen Unterschied, was wir jetzt hier wählen? Vielleicht ist es gut, ja. Wir müssen halt... etwas positiver jetzt an die Sache rangehen, oder? Du musst dich wirklich nicht für deine Gefühle schämen, wie lange sie auch anhalten mögen. Hauptsache, man kommt irgendwie klar. Ich schäme mich nicht. Aber ich verstehe schon, danke. Mit Betäubung kann ich immerhin umgehen. War schön, dich zu sehen. Viel Spaß auf dem Fest. Hm.
Ich frage mich, ob das jetzt anders verlaufen wäre, das Gespräch, wenn wir ihr nicht diese Emotion genommen hätten, diese Wut da abgenommen hätten. Ich frage mich, wie das jetzt ausgegangen wäre. Wir haben eine SMS bekommen. Moment, wo waren wir? Badenmaterial, ja, das hatten wir. 1908, hier. Hey, können wir uns auf dem Dach treffen? Klar. Auf dem Dach also willst du dich treffen? Die gute Steph. Wir haben auch was bei MyBlock bekommen. Oha, das war der Hammer. War das alles? Hier ist noch was. Ja, Jack Stevens. Aufgepasst, Haven Springs. Fröhliches Frühlingsfest. Und danke, dass ihr mich in eurer Gemeinde willkommen heißt. Um die anstehende Neueröffnung zu feiern, bietet das Braunbär-Diner Einwohnern von Haven Springs, die unten einen Kommentar hinterlassen, kostenlos Suppe und Salat. Der hat Jack Stevens, ich wusste gar nicht, wie der heißt, aber er hat sich unseren Rat zu Herzen genommen und damit hat er offensichtlich Erfolg. Das ist was für mich. Super, da bin ich dabei. Ich hätte gern kostenlos Suppe und Salat. Der Dagi, ey, der ist der Beste. Was für eine tolle Idee. Und das nehme ich gerne an. Ey. Ja, ich. Sieht nach einem erfolgreichen Angebot aus, Jack. Wenn du nächstes Mal in der Lantern vorbeikommst, gehen die Drinks auf mich. Danke, Jack, das ist sehr nett. Und man hat nie wieder etwas von Jack gehört. Hör auf mit dem Unsinn, ich bin extrem umgänglich. Und man hat nie wieder etwas von mir gehört. Geil. War da noch was? Da war noch irgendwas, ne? Okay. Ich muss wirklich zugeben, das fühlt sich echt gut an. Das war der Hammer. Es war so geil. Es war unerwartet, aber die beiden, wie gesagt, die haben zusammen wirklich gerockt. Das war mal was anderes. Steph, Alex, bravo. Wow, wow, wow. Danke, Leute. Wir hatten irre viel Spaß. Ich habe einen Star live gesehen. Geil. Nicht schlecht, Freunde. Ich denke, das würde Steph mich auf dem Dach treffen wollen. So ist es. Haben wir wieder was auf dem Telefon bekommen? Nö. Oder? Nö. Das war wahrscheinlich die Nachricht gerade eben. Ja. Trotzdem, die Sache mit Charlotte ist natürlich semi-optimal, will ich mal sagen. Ich glaube, auf dem Fest ist alles erledigt. Wir gehen mal ins aufs Dach. Hier, der Black Lantern. Unserer Wohnung. Da oben ist also die gute Steph. Das heißt, früher oder später hätte es uns eh hier reingeführt. Und dann hätten wir das mit Ducky auch jetzt machen können. Gehe ich mal von aus, oder? Oder hätten wir das jetzt verpasst? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir es gemacht und ich bin ganz froh drum. So, Pine Light, hier hat sich nichts geändert. Jacks Krone. Ja, Moment, Speisekarte ist aber neu, oder? Speisekarte habe ich mir gar nicht angeguckt vorhin. Nur die Kaffeemaschine. Was ist hier los? Speisekarte. Gut gespielt, Küchenpersonal. Tageskarte. Simpler Hamburger. Seid nachsichtig. Heute ist das Frühlingsfest. Die machen sich natürlich keinen großen Stress. Man kann die Jukebox wieder anmachen, aber ganz ehrlich, mir reicht's mit Jukebox. Wir gehen hoch zu Steph. Ich bin gespannt, was sie da vorhat. Was sie da mit uns plant. Ich, Steph, na du? Ich glaube, sie war sehr glücklich, dass wir ihr die Rose gegeben haben. Oh, wir sind schon auf dem Dach. Ich dachte, wir sind erst in unserer Wohnung. Huh. Du meintest, du hast Neuigkeiten? Ich hau ab. Krass, ich verlasse echt Haven Springs. Ist das zu glauben? Ich bin wieder unterwegs. Fuck ja, endlich! Was? Moment, ist das dein Ernst? Ich werde wieder Musik machen, Alex. Egal, wo ich bin. Ach, krass, ich hab schon vergessen, wie sich das anfühlt. Das ist Mist. Oh Gott, nein, das können wir nicht sagen. Ich freue mich natürlich sehr für dich, aber was bedeutet das jetzt für uns? Alter Steph, das ist so cool. Ich freue mich so für dich. Meld dich hin und wieder mal. Denkst du wirklich, du wirst mich so schnell los? Komm schon, Chen. Mhm.
Ich brauche ein neues Ziel. Du bist mein Glücksbringer. Dein Geschmack für Glücksbringer ist mega beschissen. Halt's Maul. Du wählst. Was? Salem, Berlin oder an den Ozean? Berlin? Salem? Which you were here? Also, wenn ich ein Urlaubsziel wählen könnte, wäre es eigentlich immer am Strand. Es wäre immer am Strand am Meer. The middle of the ocean, das ist schon... Wobei Berlin ist natürlich auch eine Megastadt, ne? Megastadt. Ich tendiere aber schon eher zum Ozean. Schön, schön brutzeln in der heißen Sonne. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ozean. Es tut mir leid, Berlin. Also Salem ist raus. Verbinde ich nichts mit, ehrlich gesagt. Berlin wäre natürlich auch geil, da zu leben oder da zu rocken als Steph und mit ihrer Alex ja jetzt, die jetzt wirklich zusammen gut rocken können. Aber ich würde mich trotzdem für den Ozean entscheiden. Ich hoffe, das ist keine schlechte Entscheidung. Wahrscheinlich gibt es hier keine schlechte Entscheidung. Wow, beste Idee. Okay, erzähl mir von meinem Leben auf dem offenen Meer. Am offenen Meer? Moment mal, am Strand. Kreuzfahrtschiff. Meereslabor. Also Kreuzfahrtschiff, so AIDA-mäßig stehe ich ja gar nicht drauf, ne? Deswegen muss ich Meereslabor sagen, was auch immer das heißt. Du könntest einen Job in einem Unterwasserlabor annehmen. Vielleicht als Chefingenieurin für Unterwasserakustik. Das musst du mir genau erklären. Ey, überleg mal. Die Töne, die man da unten einfangen könnte, wären echt einzigartig. Genau, das meinte ich. Ich erfinde ein völlig neues Genre. Deepcore. Wetstep. Hauptsache, wir kommen auch mal an den Strand. Das klingt nach einem spektakulären Plan. Gut. Dann komm mit mir. Es war klar. Auf den Ozean? Klar. Warum nicht? Muss nicht unser erster Halt sein, aber irgendwann? Ich habe noch Freunde in Seattle, die Konzerte buchen. Fangen wir da an. Oder, ich weiß nicht, Kansas City? Vegas? Wo immer wir wollen. Möchte Alex das überhaupt? Hör mal, ich will dir echt keinen Druck machen. Aber ich habe gesehen, wie du so viel von dir gibst, um anderen zu geben, was sie brauchen. Und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt mal an dich denkst. Ich meine, ich mag dich wirklich sehr, Alex. Du bist mir echt krass wichtig. Oh. Es geht los. Es ist wieder. Oh, life is strange. Life is strange. Immer diese Entscheidung. Und bisher habe ich mich immer für das eine entschieden. Heute mache ich eine Ausnahme. Heute gibt es keine wilde Küsserei. Es wird eine Umarmung. Nein, Mann. komm schon. Oh, nein. Küss mich. Ach so. Küss mich. Krass. Ich sehe schon die goldene Aura um beide herum gleich. Na, ich wusste es. Oh, geil. Schön. Wow, was zum Henker? Was war das für eine Explosion? Was haben wir getan? Du musst dich nicht entscheiden, also nicht jetzt sofort.
Okay? Denk drüber nach. Das werde ich. Danke. Die zwei Süßen. Ich gehe jetzt wieder zurück. Dann bis später. Ach was. Oh Mann, ey. Das ist schon ein süßes Pärchen. Sehr, sehr süßes Pärchen. Ach, schön. Alter, diese Explosion gerade bei dem Kuss. Wow. Was ist hier los? Oh, der USB-Stick. Da war ja noch was. Hey, Gabe. Kann ich dir etwas sagen? Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann. Was mir Angst macht. Denn nach all dem, nach Typhon, nach dir, ist dann nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen. Oh Mann. Oh, und ich habe Steph geküsst. Das ist auch passiert. Oh ja, das ist sowas von passiert. Ich glaube, das hat er gespürt. Diese Explosion hat, glaube ich, jeder gespürt auf dieser Welt. Oh, schön. Ja, aber ich meine, hat sie sich das nicht auch wirklich irgendwie gewünscht, so ein normales Leben zu führen? Wobei, wenn wir wirklich auf den Ozean fahren sollten, in eine Unterwassereinrichtung, so wirklich normal scheint das ja auch nicht zu sein, oder? Hätte ich mal lieber Berlin genommen. Aber ach, genießen wir einfach mal den Moment jetzt. Ich denke, wir bewegen uns hier aufs Ende des Spiels zu. Wir sind in der vierten Episode. Also wenn es 5 gibt, das weiß ich ja noch nicht mal. Ich weiß nicht, ob es 5 gibt. Normalerweise sind es immer 5. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es sehen. Und darauf bin ich sehr gespannt.